Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 15. Juni 2023. Und das wird heute wichtig. In Berlin treffen sich die Länderchefs zur Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Thematisch soll es unter anderem um das Thema Verfahrensbeschleunigung bei Planung und Genehmigung gehen. Und da beginnt auch schon der Zwist. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst von der CDU hatte sich zuletzt bereits über, welche Ironie, mangelndes Tempo bei der Beschleunigung beschwert. Auch sein niedersächsischer Amtskollege von der SPD, Stefan Weil, hatte sich zuletzt in diese Richtung über den Bund moniert. Ab 15 Uhr kann mit einer abschließenden Pressekonferenz von Scholz gerechnet werden. Zusammen mit den beiden Kritikern Weil und Wüst. In Brüssel beginnt das NATO-Verteidigungsministertreffen samt Treffen der US-geführten Kontaktgruppe zur Koordinierung von Militärhilfe für die Ukraine. Thema am ersten Tag sind Bemühungen für einen Ausbau der Rüstungsproduktion und Gespräche mit dem ukrainischen Verteidigungsminister im Rahmen einer Sitzung der NATO-Ukraine-Kommission. Die Gespräche sollen bis zum Freitag andauern. In Bonn endet die diesjährige UN-Klimakonferenz. Dort sollte die Weltklimakonferenz in Dubai vom 30. November bis zum 12. Dezember vorbereitet werden. Klimaschützer hatten die Bundesregierung aufgerufen, in Bonn eine Allianz progressiver Länder gegen die erdölexportierenden Golfstaaten aufzubauen. Andernfalls besteht die Befürchtung, dass die Vereinigten Arabischen Emirate als Gastgeber der Weltklimakonferenz den Ausstieg aus den fossilen Energien weiter aufschieben werden. Der Europäische Wissenschaftliche Beirat zum Klimawandel derweil veröffentlicht einen Bericht, wie die Europäische Union ein EU-weites Klimaziel für 2040 bestimmen kann. Mit den Empfehlungen sollen die Ziele des Europäischen Klimagesetzes unterstützt werden. Darin wiederum heißt es, die Netto-Treibhausgasemissionen in der Union sollten bis 2030 um mindestens 55% im Vergleich zu 1990 gesenkt werden. Ursula von der Leyen ist zu politischen Gesprächen in Mexiko. Die EU-Kommissionspräsidentin trifft in Mexiko statt, unter anderem Präsident Andrés Manuel López Obrador. Nach der Vorstellung der neuen Agenda für die Beziehungen zwischen der EU und Lateinamerika und der Karibik geht es darum, die Beziehungen zu den wichtigsten Partnern in der Region zu stärken. Zu Beginn der Reise war von der Leyen bereits in Chile, Argentinien und Brasilien. Bei der 7. Brüsseler Konferenz zur Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region wollen die Teilnehmer die Lage in Syrien und der Region erörtern und weitere finanzielle Unterstützung mobilisieren. Das Land und vor allem sein Diktator Bashar al-Assad sind kürzlich mit der Wiederaufnahme in die Arabische Liga auf die Weltbühne zurückgekehrt. In dem Land herrscht seit nunmehr 12 Jahren Bürgerkrieg. Verschiedene äußere Akteure intervenierten in dem Land, in dem sich zwischenzeitlich zudem in größeren Teilen der sogenannte Islamische Staat ausgebreitet hatte. Werbung. Es gibt einen neuen Podcast vom Deutschlandfunk und den möchte ich euch sehr ans Herz legen. Schmetterlingseffekt heißt er. Und da hört ihr von Menschen, deren Leben in direktem Zusammenhang stehen mit den großen Krisen unserer Zeit. Ihre Geschichten, die zeigen uns, unser Leben, also auch dein Leben, das hängt mit allen anderen zusammen. Und auch kleine Dinge, die du veränderst, können Großes auslösen. Das ist der berühmte Schmetterlingseffekt, wie Weltkrisen unser Leben verändern. Ihr findet den Podcast in der kostenlosen DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Die zweite Folge dieses Donnerstags hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr. Dann mit meinem Kollegen Sebastian Beuk. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf dem Podcast-Plattform abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder auch Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.